Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, mit Ihnen ein paar Überlegungen teilen zu können. Wo steht die nachhaltige Finanzwirtschaft heute? Wo kommt sie her und wo kann es hingehen? Ich habe ja dank der Gnade der frühen Geburt das Glück oder auch Unglück, einen relativ breiten Raum überschauen zu können, in dem sich nachhaltige Finanzwirtschaft entwickelt hat. Wir haben in den Anfang der 90er Jahre begonnen mit dem VfU, ein paar Überlegungen damals noch zum reinen Umweltmanagement anzustellen. Es war eine Handvoll bis ein Dutzend überzeugte, idealistische Nachhaltigkeitsbeauftragte von verschiedenen Investmentbankhäusern. Und wir haben zunächst mal angefangen, ganz einfach die Verbräuche in den Unternehmen, die sogenannte Betriebsökologie damals zu erfassen, die VfU-Indikatoren zu entwickeln. Das hat dann zwar eine ziemliche Ausbreitung gefunden, unter anderem über die GRI Sector Supplements, dass sie auch weltweit diese Kennzahlen zur Kenntnis genommen wurden und auch genutzt wurden, auch heute noch werden. Aber es war uns von Anfang an klar, dass diese Entwicklung oder die internen Verbräuche nur ein Teil des Problems sein können und dass die eigentlichen Nachhaltigkeitswirkungen von Finanzhäusern über ihre Produkte, über ihr Kerngeschäft zu verzeichnen ist und zu beobachten und zu steuern und zu optimieren ist. Nach einigen Jahren reiner Umweltberichterstattung und interner Bemühungen, ohne wirklich voranzukommen, ist das Thema irgendwann plötzlich explodiert. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Plötzlich kamen zunehmend Anfragen an die Häuser von NGOs, von Ratingagenturen und nicht nur von Nachhaltigkeitsratingagenturen, von Investoren und aber auch von Kunden, denen die Nachhaltigkeitsabteilung oft gar nicht mehr gerecht werden konnte. Es hat eine Explosion der Regularien stattgefunden, nicht zuletzt von der EU, aber auch weltweit, vor allen Dingen auch Richtung Berichterstattung, aber auch Risikomanagement und vieles andere, die kaum mehr zu überschauen waren, kaum mehr zu bedienen waren, viel Bürokratieaufwand nach sich zogen. Es explodierten die Papers, die Studien, die Tagungen. Heute kann man seine Lebenszeit damit verbringen, von einer Tagung in die andere online zu rutschen und zu irgendeinem Thema der nachhaltigen Finanzwirtschaft sich permanent zu interessieren und zu informieren. Mit diesen Tagungen zeigen sich auch heute ganz andere Akteure, als wir das am Anfang hatten. Waren das am Anfang rein ein überzeugtes Netzwerk der Nachhaltigkeitsbeauftragten, am Anfang nur Umweltbeauftragte. Das Wort Nachhaltigkeit gab es damals noch gar nicht. So sind heute auf diesen Tagungen ein ganz anderes Klientel vertreten. Das sind die CEOs, das sind die CFOs, die CIOs. Und zwar nicht nur von ein paar Vorreitern, sondern von allen großen Finanzhäusern im Prinzip. Dazu gehören nur ein paar Namen zu nennen: BlackRock, MSCI, Allianz und so weiter. Alle großen Häuser sind eigentlich heute dabei. Das gilt aber genauso für die Realwirtschaft, die dort jetzt plötzlich auch auftritt, wo wir lange versucht haben, überhaupt einen Ansprechpartner zu finden. Jetzt treten auch die Energieunternehmen auf, die großen Automobilfirmen, Porsche oder jetzt ein Beispiel an Michelin, das heute zu den Vorreitern gezählt werden kann. Es kommen auch die Ministerien, die sich vorher da sehr rausgehalten haben, insbesondere das Finanzministerium, ein bisschen zur Aufsicht, BaFin, Bundesbank und so weiter. Da war früher gar kein Kontakt möglich. Die sind heute mitten im Geschehen und sind voll dabei und beobachten auch die weitere Explosion in dem Bereich der Produkte. Haben wir am Anfang nur die Umweltberichte gemacht, so ging das in das Kerngeschäft und wir waren am Anfang froh, einmal einen Green Bond aufsetzen zu können in einem Haus oder einen Fonds, der sich Sustainable nannte. So ist das explodiert. Das sind heute Tausende, nicht mehr überschaubar, Tausende Fonds bis hin zu ETFs in einer unzählbaren Vielzahl, die natürlich gleichzeitig auch wieder die Frage aufwerfen, wie weit verdienen die überhaupt den Namen, wie weit ist da
nur ein Marketing dahinter und in welche Richtung muss es gehen, um auch wirklich vertrauenswürdig weiter zu wirken. Die Vielzahl zeigt sich auch in der Vielzahl der Akronyme, die eine ganz eigene Sprache entwickeln, die man eigentlich gar nicht mehr verfolgen kann, von PRI zu SASB zu UNGCP zu GIIN, TEGNFRD, ISSB und so weiter. Ich könnte die Liste unendlich fortsetzen. TCFD, die fast alle kennen. Die Insider kennen sich da einigermaßen aus, aber alle Begriffe können auch sie kaum erkennen. Und das führt natürlich auch zu gewissen Verwirrungen und ja, Verständigungsschwierigkeiten. Nur wie sieht die aktuelle Stimmung im Finanzsektor aus? Ich habe in letzter Zeit die Möglichkeit gehabt, einige dieser Tagungen zu verfolgen, aber auch das, was von EU-Seite kommt, was an neuen Papers erscheint. Ich denke, von der Praktikerseite her sieht es so aus, dass eine generelle Aussage, die immer wieder auftaucht, ist, wir sind schon sehr weit, wir sind mitten dabei, aber es ist noch ein weiter Weg zu gehen. Das ist die eine Kernbotschaft, die immerhin sagt, wir nehmen das Thema ernst und wir arbeiten daran. Das war vor einiger Zeit noch nicht der Fall. Der zweite Tenor, der da immer wieder auftaucht, ist, wir sehen große Chancen, Opportunities, das ist unsere Zukunft. Die Transition muss finanziert werden und wir werden dabei sein und wir werden das nutzen. Und zwar vorne mit. Bei dieser Euphorie kommt immer gleichzeitig aber auch eine Einschränkung. Also so richtig können wir noch nicht loslegen, weil es fehlt uns noch einiges. Es fehlen uns die geeigneten Rahmenbedingungen, Klammer auf. Wenn aber dann die Politik Rahmenbedingungen versucht zu setzen, dann sind die Widerstände gleich wieder durchaus groß. Und hier wird der Ball immer wieder hin und her gereicht. Als nächstes wird genannt, die Unternehmen müssen auch mitziehen, die Unternehmen der sogenannten Realwirtschaft. Diese wiederum sagen, ja, wir warten, bis die Banken uns sagen, was wir ihnen liefern müssen. Und die Banken sagen, wir kriegen aber nicht die ausreichenden Daten. Auch hier wird der Ball hin und her gespielt. Aber es bewegt sich. Es wird beklagt, dass die Standards nicht ausreichend sind. Wie misst man was? Wie wird berichtet? Welche KPIs sollen genutzt werden? Also da wartet man, dass Einigungen kommen, aber ich denke, da kann man, bis man wirklich Verlässliches hat, kann man auch noch lange warten. Eine weitere Klage betrifft die Daten. Wird immer wieder beklagt, dass nicht genügend Daten vorliegen. Das ist einerseits richtig, andererseits muss man die sich halt auch erfragen und zum Beispiel aus der Realwirtschaft erfragen oder erarbeiten. Da gibt es auch schon viel und man muss da einfach auch vorangehen und kann nicht immer warten, bis endlich alle der Minimalkonsens erreicht ist, der insbesondere in der Politik ja schwer zu kriegen ist. Die Unternehmen können als solche relativ schnell ja entscheiden, auch neue Pfade betreten, aber die Politik ist da auch viel mühsamer. Ich denke ja nur an die EU, bis da die verschiedenen EU-Mitgliedstaaten sich geeinigt haben auf einen Minimalkonsens. Was da dann dabei rauskommt, ist manchmal doch enttäuschend dünn, aber es ist einfach unter demokratischen Bedingungen schwierig, da wirklich voranzupreschen und da ist es manchmal überraschend, was die EU wirklich voranbekommt. Nun, meine allgemeine Einschätzung, wie gesagt, das Thema ist in der Finanzwirtschaft angekommen. Es geht nicht mehr nur darum, ob man da mitmacht, sondern eher wie man mitmacht. Es hat vor allen Dingen das Top-Management erreicht. Vom Top-Management hört man eine ganz neue Tonlage. Wie gesagt, wir sind dabei, das ist unser Thema. Wir sehen die Chancen und die Opportunities und die Möglichkeiten im Risk-Management. Das gilt allerdings mehr für die Vorstände, weniger für die Aufsichtsräte. Da ist sicherlich noch Entwicklungsbedarf. Es gilt auch in mancher Hinsicht für die Owner, also auch Aktionäre und so weiter, sind da in dieser Zukunftsvision noch nicht so weit. Und Klammer auf, auch Richtung SMEs, die wurden zu dem Thema bisher sehr geschont. Die haben das auch noch nicht so auf dem Bildschirm. Dabei sind sie genauso beteiligt und können genauso diese Themen anfassen, Risiken beurteilen wie große.
Das kann in einer einfachen Form sein, aber zu sagen, die Kleinen sind da überfordert oder der Aufwand ist zu bürokratisch. Es geht auch um deren Zukunft und es geht nicht darum, jetzt nur Bürokratismen zu bedienen. Vom Top-Management ist die Ausstrahlung in die Unternehmen nach unten oft noch begrenzt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das Thema ist mehr auf Top-Ebene als in die unteren Levels schon vorgedrungen. Es ist also noch nicht flächendeckend in den Unternehmen durchgesetzt. Der Cultural Change ist auf dem Weg, aber da ist noch viel Arbeit zu tun. Es hat noch keine flächendeckende Integration in alle Bereiche stattgefunden, am ehesten noch in die Produktbereiche oder in die Kommunikation und das Marketing. Aber wenn nur Retail oder Firmenkunden, Privatkundengeschäft, da ist noch viel Brachland, das zu beackern ist. Ich nenne nur ein Beispiel der Integration nennen. Wir sprechen heute viel von einem integrierten Nachhaltigkeitsbericht. Was man aber findet, ist erstens, dass diese Nachhaltigkeitsberichte natürlich eine ganz andere Qualität haben als das, was wir am Anfang an Umweltberichten vorlegen konnten. Da steckt so viel Information, so viel Know-how dahinter, da kann man sich nur wundern, wie das in kürzester Zeit aufgebaut wurde. Andererseits beobachtet man immer wieder, oder ich, dass diese sogenannten integrierten Berichte immer noch extra sind. Sie sind außerhalb, es gibt den Finanzbericht und dann irgendwo auch noch einen Nachhaltigkeitsbericht. Und wenn man gut drauf ist, schaut man den auch nochmal an. Die Investoren fragen da zunehmend danach. Aber richtig integriert in das Kalkül und in die Selbstdarstellung und in das Unternehmensverständnis ist das noch lange nicht. Da hat auch die Personalentwicklung noch viele Aufgaben der Kompetenzentwicklung, der Aufklärung und des, wie gesagt, des Cultural Change, um da wirklich weiterzukommen bis hin zum Advisory. Auch hier gibt es neue Tonlagen, die man immer wieder hört. Hat man bisher vor einiger Zeit immer wieder gehört, naja, die Kunden, die müssen selber entscheiden. Wir sind nicht diejenigen, die die Kunden da belehren sollen, was nachhaltig ist und wie sie sich zu benehmen haben. So sind heute ganz andere Begriffe ständig im Gespräch, wie Client Advisory, Client Support, Inspire, bis hin zu Engagement. Wenn ich zum Beispiel höre, BlackRock, weil ich einer öffentlich verkündet, von den 17.000 Unternehmen, die BlackRock covert, haben sie 1.000 ausgewählt als Climate Stars mit einem sorgfältigen Selektionsprozess, haben aber gleichzeitig auch auf 319, das kann man überlegen, ob das viel ist oder wenig ist, aber immerhin in 390 Hauptversammlungen gegen den Aufsichtsrat abgestimmt und dort eben über die Form des Engagements sich um das Thema und für das Thema nachhaltiges Investment eingesetzt. Nun, wo geht es dieser Stand hin? Wo geht die Entwicklung hin? Den Ausgangspunkt habe ich ja geschildert. Wir sind angekommen. Es gibt eine Euphorie über Chancen und Opportunities und die Zurückhaltung, was noch alles fehlt und was man erst alles haben müsste, um wirklich loszulegen. Ich denke, es wird darauf ankommen, einfach anzufangen, wirklich loszulegen, beherzt weiterzumachen, mutig, zukunftsorientiert. Das steht im Raum. Man muss da nicht mehr warten. Man weiß eigentlich, was kommt. Man weiß, dass die Gesetzeslage immer schwieriger wird, die Regularien werden immer weiter verschärft und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Hat man jetzt vielleicht noch die Möglichkeit, irgendwo Abfälle zu dumpen in abseits gelegenen Ländern, so wird das dort auch nicht lange gut gehen und das wird den Firmen unter Umständen schmerzhaft auf die Füße zurückfallen. Also da lohnt es sich wirklich vorbeugend, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht lange warten, bis die Regularien endlich kommen. Das Gleiche gilt für Standards. Natürlich sind Standards hilfreich und wünschenswert, aber zum Beispiel zur Messung von Impacts. Ich kann heute im Wesentlichen wissen, welche großen Impacts ein Haus hat. Wenn ich dann nach der 20-80-Regel gehe und mit 20% Aufwand 80% der Impacts kann ich heute erfassen. Da gibt es ein paar Stellen, die vielleicht nicht ganz klar sind.
Es gibt einzelne Bereiche, wo es vielleicht nebulös ist, wo man noch nicht genau weiß, wie man das zu beurteilen hat, ob es wirklich nachhaltig ist oder nicht nachhaltig. Ich will da nur das Thema Kernkraft nennen. Es gibt einfach umstrittene Themen. Aber die eigentlichen Schäden und die Risiken, die man hat, die kann man heute wissen und die kann man wissen wollen vor allen Dingen. Und da muss man nicht groß auf Standards warten. Man kann natürlich die Entwicklung von Standards mit begleiten, das halte ich auch für wichtig. Aber man kann heute loslegen und es gibt auch eine ganze Reihe von Vorreitern, die das tun, die auch Externalities heute bewerten und sagen, we put value to our externalities. Beispiel, ich habe es vorhin erwähnt, Michelin und viele andere, die hier bereits aktiv sind. Das Thema wird weiter auch in die Produktpolitik hineinreichen, wobei ich da eine Engführung auf die sogenannten nachhaltigen Geldanlagen sehe, die ich für ganz unglücklich halte, die auch in der Taxonomie hervorragend zu beobachten ist und die meines Erachtens die Taxonomie für fast unbrauchbar abstempelt. Die eigentlichen Nachhaltigkeitsthemen sind in den Mainstream-Produkten. Dort sind die großen Wirkungen, dort sind die großen Möglichkeiten, etwas zu verändern. Die kleine Nische der Nachhaltigkeitsprodukte, die sind bereits relativ gut, aber wirklich etwas erreichen kann ich im Mainstream und in den wichtigen Produkten. Und dort muss ich ansetzen, dort muss ich Transparenz schaffen, Risiken erfassen, Impacts messen. Und mit einer ganz neuen Brille den ganzen Themenbereich angehen, da ist viel möglich. Das setzt natürlich auf allen Ebenen eine neue Governance voraus, ein Rollout des Themas auf alle Unternehmensebenen, dass in allen Unternehmensebenen, es gibt keine, die nicht in irgendeiner Form von Nachhaltigkeitsthemen sozialer oder umweltbezogener Art berührt sind, dass sie dort wissen, wie weit haben sie Impact, wie weit sind sie beteiligt, wo habe ich Ziele, wie kann ich diese Ziele erreichen, wie werden diese Ziele auch honoriert unternehmenspolitisch, wie werden sie controlled. Da ist doch sehr viel Neuland zu erobern, viele Bereiche in den Unternehmen, wobei es da auch um alle Risiken geht. Es geht nicht nur um Climate, um das nochmal deutlich zu sagen, die ganze Diskussion spitzt sich in vieler Hinsicht auf Climate zu. Es geht um Wasser, um Böden, um Flora und Fauna und Biodiversität, um Social. Wir brauchen den ganzen Strauß und die wichtigen Brocken, die ein Unternehmen bewirkt und erreicht und verändert und möglich macht, die kann man heute wissen, wenn man sie wissen will. Zu dieser neuen Governance gehört ganz vorne auch ein Defizit, das ich überall feststelle, dass über die internen Steuerungsmechanismen noch kaum geredet wird. Die Management-Informationssysteme, dazu gehört das interne Reporting, Controlling und Accounting. Das sind vielleicht Begriffe, die für Nachhaltigkeitsleute nicht so gern gehört werden, aber Unternehmen werden nun mal über Reporting und Accounting gesteuert. Und wenn die Controlling-Systeme intern Nachhaltigkeitsthemen nicht beinhalten, dann kann das Unternehmen darüber auch nicht gesteuert werden. Da tut sich auch auf EU-Ebene etwas, da wird einiges kommen, aber da empfiehlt es sich für die Unternehmen auch heute bereits aktiv zu werden und anfangen, das im Unternehmen zu verbreiten, zu lernen, zu rechnen, Querverbindungen zwischen reinen Nachhaltigkeitsthemen und Finanzthemen mitzudenken, Werte zu setzen, welchen Wert hat ein sauberes Trinkwasser, welche Wirkungen habe ich auf diesen Wert, auf Böden, auf Luft, das zu monetarisieren auch und damit auch in den reinen Business Case mit hinein zu integrieren wirklich. Das bringt natürlich auch eine ganz neue Rolle für die Nachhaltigkeitsbeauftragten und die Nachhaltigkeitsabteilungen. Der Nachhaltigkeitsbeauftragte wird eher ein Facilitator in allen Ebenen. Er kann dem Unternehmen helfen, die Vielfalt von Regularien, die nicht mehr überschaubar sind,
zusammenzufassen, zugänglich zu machen, zu zeigen, was kommt auf das Unternehmen zu. Das Gleiche gilt für Standards der Impact-Messung, der Monetarisierung, des Reportings. Das zu beobachten, das zu nutzen, was da entwickelt wird, das tut ja weltweit immens viel und Brauchbares auch. Aber immer unter der Voraussetzung auch zu überlegen, was wollen wir? Wo stehen wir? Wie wollen wir messen? Welche Wirkungen haben wir? Und nicht immer zu schauen, was kommt von außen auf uns zu, sondern selber aktiv mitzudenken, das Thema steht im Raum und ich muss dann nicht immer auf Äußeres warten. Und das führt dann auch hin zur Governance, zum Governance Rollout. Und auch da kann sich der Nachhaltigkeitsbeauftragte beteiligen, Controlling-Ziele zu setzen, zu prüfen, die Accounting-Teile aufzubauen, Expertisen im Unternehmen aufzubauen, was brauchen wir, welche Expertisen im Haus, welche haben wir im Haus, welche müssen wir aufbauen, welche müssen wir kaufen. Weltweit werden Nachhaltigkeitsratingsagenturen sind längst aufgekauft, der Markt ist weg. Aber auch Beratungsinstitute und andere NGOs. Und so wird der Nachhaltigkeitsbeauftragte weniger ein Nachhaltigkeitsberichterstatter, was er traditionell war, sondern jetzt eher Richtung Cultural Change Manager. Das sind ganz neue Herausforderungen, das wird auch nicht jeder erfüllen können. Aber wenn er da die Nachhaltigkeitsbereiche, wenn sie da nicht hineinkommen, wird die Entwicklung an ihnen vorbeiziehen. Ich denke, wir bleiben an dem Thema, das wird uns noch vielfältig berühren und da ist noch viel offen und viele Möglichkeiten geboten. Wir können sie nutzen. Bleiben wir dran. Alles Gute.